Der Markt liebt die steilen Flanken, zumindest mal der DAX. Wir sehen, dass der Markt heute mit dem Gap aufgemacht hat, allerdings tapfer wieder alles wettgemacht hat. Insofern alles wieder in Ordnung, könnte man meinen, aber wirklich. Zumindest mal aktuell sieht es gar nicht so schlecht aus auf der bullischen Seite, witzigerweise in mehrfacher Hinsicht. Bleiben wir kurz beim DAX, dann sehen wir schon hier der Anstieg, den wir jetzt heute hatten, hier nach diesem Eröffnungsgap, super gut wieder weggemacht. Also insofern perfekt, um zu sagen, das funktioniert. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht einen wackeligen Rücksetzer bekommen. Das ist für alle Intraday-Freunde vielleicht spannend. Wenn wir das nämlich bekämen, wäre das ein schöner Hinweis für einen kurzfristigen Handel hier auf der Long-Seite. Allerdings gibt es noch mehr Hinweise im amerikanischen Markt. Die werden wir aber gleich noch aufgreifen. Einen kurzen Blick will ich allerdings noch mal werfen auf die Frage nach den Gaps. Ich werde ganz häufig gefragt, Mensch, werden Gaps nicht immer geschlossen? Heißt es nicht so? Und tatsächlich kann man den Eindruck haben, gucken wir das mal hier an. Da ist ein Gap eröffnet worden, zack. Und es ist ein bisschen später wieder geschlossen worden. Hier ist ein Gap eröffnet worden, also ein Gap, ein Kurssprung zum Tageswechsel und wieder geschlossen. Und auch wenn wir hier zurückgucken, da ein Gap und wurde wieder geschlossen und auch hier ein Gap. Und wurde wieder geschlossen. Also, klingt doch super, ist doch eine ganz einfache Geschichte. Wir müssen doch nur auf den Gap warten und dann wird das wieder geschlossen. Das mag durchaus so sein. Allerdings hat uns ja beispielsweise Corona, ich will gar nicht jetzt groß rumsuchen, gezeigt, dass diese Gaps, die wir hier haben, Gap ist gut, die Gaps, die wir hier haben, mitunter lange brauchen, also nicht nur eine Zeitfrage, und die Entfernung unter Umständen sehr tief ist. Und dann ist die Frage, will man das wirklich aussitzen? Hier hat er das Gap nicht geschlossen. Wenn er dann nochmal hier so runter geht, will man dieses Risiko so lange in die falsche Richtung eventuell unterwegs zu sein? Hier, wer hier jetzt gesagt hat, geil, wir haben Gap, da können wir doch aufs Gap schließen setzen. Ja, er hat das geschlossen. Aber er ist tapfer erstmal weit, weit, weit in die andere Richtung gelaufen. Deshalb vorsichtig, das ist eine Rechnung, die erstens mal nicht immer aufgeht und vor allen Dingen, die sich nicht sinnvoll als ein Trade häufig, vorsichtig, häufig nicht sinnvoll als ein Trade umsetzen lässt. Es gibt allerdings durchaus Strategien dazu. Ist nicht mein Fall. Ich bin da eher auf den Bewegungen und Korrekturen aus, denn ich denke, da hat man einfach noch mehr Wumms und ein besser kalkulierbares Risiko. Das ist tatsächlich auch im Moment bei den amerikanischen Märkten der Fall, dass es durchaus eine Chance gibt, eine realistische, hier vielleicht sogar einen Trade noch zu platzieren. Wir haben heute im Trade des Tages beispielsweise auf den S&P 500 einen Trade, denn wir gehen davon aus, dass wir eine realistische und gute Chance haben, Geld daran zu verdienen, wenn der Markt auf dem Weg ist zum neuen Allzeithoch. Und danach sieht es aus, dass es eine sinnvolle Chance dafür gibt. Jetzt habe ich das sehr klausuliert ausgesprochen, aber guckt euch das mal an, denn es bedarf natürlich einer Bedingung, die wir erst abwarten müssen, aber die ist natürlich relativ einfach. Ich will schon mal einen kleinen Tipp geben, wie das ungefähr aussehen kann. Ich bleibe aber beim Dow Jones. Dann ist meine Idee, übt das mal selber beim S&P 500, ob ihr das auch so rausfindet. Und dann guckt ihr euch an, was wir im Trade des Tages dort konkret vorgestellt haben und könnt das vergleichen, ob das das ist, was ihr auch gesehen habt. Das ist eine wunderschöne Übung. Ihr habt einen Vergleich. Und noch dazu einen, wie ich finde, durchaus attraktiven Trade. Insgesamt die Bewegung tapfer nach oben, das ist hier nicht so schön wie jetzt bei dem S&P 500, also dem Marktbreitenindex und alternativ beim Nasdaq. Da sind das schönere Bewegungen nach oben. Anschließend hatten wir eine Abwärtsbewegung und die ist ja, man kann es erahnen, durchaus nicht wirklich impulsiv gesehen. Und wir sind ja immer auf der Tendenz, dass wir irgendwo einen Anstieg in Trendrichtung haben wollen, also in die Hauptbewegungsrichtung. Und wenn man diese Richtung vergleicht, dann ist es durchaus naheliegend, warum wir die Long-Seite durchaus attraktiv finden, hier in diesem Fall. Und das hat dann eine realistische Chance, auch die alten Hochs nochmal rauszunehmen. Beim Dow Jones, wenn wir das hier mal vergleichen, ist das September-Hoch noch nicht ausreichend, um zwangsweise auch ein neues Allzeithoch zu bieten. Das ist beim S&P 500 anders. Aber wir können uns erahnen, dass das sicherlich in beiden Märkten dann mindestens mal für diesen Bruch, aber wahrscheinlich sogar hier für diesen hier dann reichen kann. Aber wie die Bedingungen sind und unter welchen Bedingungen das dann tatsächlich sich für uns als ein Trade dann darstellt, das lest nach. Aber guckt euch selber bitte einmal an. Soll ja nicht nur einfach sein, so von wegen, ja, klasse, damit wir uns da alle anmelden. Natürlich freue ich mich, wenn ihr euch das anguckt. Dann ist die Arbeit ja nicht ganz umsonst, die wir hier machen.
Deshalb meldet euch an, es ist eh kostenfrei. Aber es soll euch ja auch eine Übung sein, damit ihr solche Szenarien nachvollziehen könnt. Und zwar aus eigener Kraft und nicht, weil irgendjemand das mal gesagt hat. So, in diesem Sinne, ich hoffe, das ist viel Anregung für euch und Motivation, da mal loszulegen. Euch alles Gute, toi 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 und ganz liebe Grüße.